Hallo und herzlich willkommen bei Iris und Uwes Wohnmobilwelt. Wir haben unsere Badtür aus dem Prinz rausgeworfen. Dazu haben wir auch ein kurzes Short gemacht. Und auf das Short haben wir wahnsinnig viele Kommentare gekriegt. Auch emotionale Kommentare. Das wurde heftig diskutiert. Wir haben aber auch gesagt, wir möchten euch nochmal ausführlich sagen, warum wir das gemacht haben. Und dazu dieses Video. Wir haben ein Malibu Van 600 dB aus dem Jahr 2017 und unsere Badtür, die wiegt 15,5 Kilogramm. Die ist uns auch schon mal bei unserem Fahrverhalten, wenn wir in Europa unterwegs sind, tatsächlich mal rausgeflogen. Und der Uwe hat die dann bei Malibu wieder richten lassen. Da gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr mal reinschauen. Malibu Badetür. Man kann die auch relativ einfach wieder reparieren. Aber damit nicht genug. Wir sind da damit weitergefahren. Und natürlich, sie kracht nicht raus, aber sie setzt sich, es schleift. Und da habe ich dann einen Hinweis gefunden, dass man die Tür oben ein bisschen manipulieren kann. Kann ein Loch reinbohren und kleine Nägel reinstecken. Dann hat sie relativ erstmal gut gehalten. Ja, und dann waren wir mal bei IKEA. Und da weiß man ja genau, welches Maß das Packstück hat. Und wir haben da den Prinz mitgenommen und haben dann gemerkt, um 4 cm passt unser Paket nicht ins Wohnmobil. Aber der Uwe weiß ja aus der Vergangenheit raus, wie man die blöde Badtür ausbaut. Und das habe ich dann auch gemacht. Wir waren bei IKEA, hat super reinpasst. Ja, und dann war die Badtür erst mal draußen. Ja, und dann haben wir einen Wochenendausflug gemacht, ohne Tür. Badtür. Ja, und habe gemerkt, oh, man hat ja auf einmal doch relativ viel Platz. Und dann haben wir uns so Gedanken gemacht, brauchen wir diese Badtür überhaupt noch? Ja, die Tür ist nicht mehr zuknallt, wenn man losfährt. Ja. Was sie sonst meistens tut. Auch ein Grund, warum sie dann gern mal rausfällt. Und dann war auch so eine weitere Intention. Wir hatten ja mal den Two Rooms First Class ausprobiert, den Malibu Van. Und der hat ja so eine Umkleidekabine. Und die hat mir ja relativ gut gefallen damals. Und ich habe immer gesagt, Mensch, es wäre schon toll, wenn wir hier auch so was hätte, so ein bisschen Privatsphäre, wenn man sich umzieht. Und dann haben wir ein paar Kommentare auch bekommen. Und da war auch das Kommentar von der Yvonne dabei. Und die hat uns dann noch eine E-Mail geschickt mit Bildern, wie sie das gemacht hat. Und das fand ich genial. Weil jetzt hätten wir alles. Ja. Wir hätten eine kleinere Badtür und eine Umkleidekabine. Also so sieht die Tür aus, wenn sie Malibu Van eingebaut ist. Wir haben sie jetzt kurz noch mal reingestellt zum Zeigen. Und wenn man hier mal schaut, wie viel Platz die benötigt. Ja, das ist schon ordentlich hier, wie viel da verloren geht. Also ich muss immer da hier so ins Bad. Und es steht auch einiges raus. Das heißt, wenn ich hier durchlaufen möchte, geht es auch nicht unbedingt. Also, sie braucht schon einiges an Platz. Aber wir brauchen sie ja nicht mehr. Deswegen trage ich sie jetzt einfach raus. Ist wirklich schwer. So. Jetzt schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Also wie ihr seht, die kommen hier ganz bequem ins Bad raus und rein. Und auch wenn ich hier hinter ins Bett gehe, ja, ich kann mir sogar noch breit machen. Also ganz ehrlich, man hat deutlich mehr Platz. Und wie man sieht, hat Malibu ja den Kühlschrank nach hinten versetzt, weil es hier zu eng war. Ja, aber das Raumgefühl ist schon mal deutlich größer. Da hat ja Malibu sogar einen eigenen Kühlschrank fertig gelassen, extra, dass das da reinpasst. Gell? Ja. Und unsere erste Lösung, die wir jetzt einfach mal ausprobiert haben, war hier so eine Schwenkstange, die wir angebracht haben. Und eine Decke, die wirklich aus reinem Polyester ist. Die ist wirklich günstig, aber sie ist auch dafür federleicht und sie ist blickdicht. Das war jetzt für uns einmal das Wichtigste. Und dass sie auch nicht so dick ist, das wollte man dann auch nicht.
Die haben wir jetzt hier mit dem Vorhangband einfach mal an die Stange gemacht und habe hier so eine Schlaufe angebracht, die man einfach hier rummacht und hier reinsteckt und dann bleibt das dann so auf. Die wichtigste Funktion des Vorhangs ist, dass man nicht mehr ins Bad schauen kann. Mhm. So. Und wie ist mit den Gerüchen? Ja. Da gab es auch einen Kommentar, berechtigterweise. Zum einen haben wir Trockentrenntoilette. Es gibt bei uns keine Gerüche, aber wir haben ja immer noch unsere Duschkabine, die man zur Not ja auch schließen kann. Hm. Normalerweise macht man da vorher den Vorhang zu, ja. Aber das mache ich jetzt schnell. Und dann haben wir auch wirklich einen komplett abgetrennten Raum. Und was ich ja so genial finde, ist eigentlich diese Umkleidekabine. Denn wenn ich den Vorhang geschlossen habe, kann ich die Stange vorschwenken und habe dann hier drin wirklich eine ganz tolle Umkleidekabine. Und kann dann hier mich umziehen, ohne dass vorne jemand reingucken kann. Da strahlt sie, die Iris. So. Und das finde ich absolut genial. Und so ist die Sicht dann von vorne. Und damit es an der rechten Seite ein bisschen blickdicht ist, habe ich das da einfach mal rangetackert. Ja, wenn man sonst da reinschauen kann. Es kamen da auch einige Hinweise, ja, wackelt es während der Fahrt oder fällt es runter? Also durch das, dass der Vorhang bei uns hier befestigt ist, wo auch die Stange befestigt ist, passiert hier gar nichts erstmal. Aber wir haben schon noch vor, dass man hier noch einen passenden Haken ranmacht, wo das einfach aufliegt, um sicher zu gehen. Ja, ansonsten ist der Vorhang so leicht. Also wenn man das hier einfach mal kurz zumacht, von Two Rooms muss man hier nichts absichern. Das funktioniert so. Könnte man aber auch noch machen. Und bei unserem letzten Ausflug ist die nie aufgegangen. Also die ist immer so geblieben. Ja, auch ohne Haken. Mhm. Nochmal zusammengefasst. Das Pro und Contra von der Malibu Van Badtüre. Pro, natürlich, sie sieht gut aus. Und sie ist eine Schiebetür. Mhm. Das fandet ihr schon klasse. Ja, das fanden wir auch wirklich gut. Das war es aber aus unserer Sicht auch schon. Weil wenn man jetzt die Vorteile von unserem Vorhang mal versucht aufzuzählen. Ja, sie ist wesentlich leichter als unsere Badtür. Sprich, wir haben viel mehr Zuladung. Fast 15 Kilogramm. Ja. Dann habt ihr gesehen, dass ich auf jeden Fall mit meiner Breite mich viel besser bewegen kann, weil auch im geöffneten Zustand braucht die Badtür einiges an Platz. Vielleicht noch ein Nachteil von der Badtür, haben wir schon erwähnt. Fahrt mal los, wenn die offen ist, dann knallt sie zu. Mhm. Ja, der Vorhang bietet natürlich auch wieder den Vorteil, er schließt das Bad. Und ein weiterer toller Vorteil, was uns jetzt extrem wichtig war, wir haben jetzt auch eine Umkleide. Sprich, wir haben jetzt durch die Lösung auf jeden Fall all unsere Erwartungen erfüllt. Und wir haben keine Nachteile. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Wie mit Gerüche kann man sich mal mit unserer Duschkabine kurz behelfen, wer da ein bisschen mehr Privacy haben möchte. Wir hätten jetzt drei Möglichkeiten gehabt. Zum einen die Badtür so drin zu lassen, wie sie war. Oder die jetzige Vorhanglösung. Oder aber ein neues Wohnmobil zu kaufen. Es soll ja welche geben, die sich ein neues Wohnmobil gekauft haben wegen der Badtür. Die dritte Lösung hätte einen gewissen Charme, aber auch wollen wir nicht 2 Jahre auf ein neues Wohnmobil warten. Und es wäre viel zu aufwendig, rauszusuchen, was ein Prinz eigentlich ersetzen könnte. Ja, deswegen war für uns die Vorhanglösung doch die bessere Variante. Und noch was, es handelt sich hier wirklich um die Badlösung 2.0.
1.0 war ja die Tür und das ist jetzt die Lösung 2.0. Wir versuchen das ein bisschen iterativ zu machen. Ich komme aus der Softwareentwicklung, nennt man das agil. Schritt für Schritt eine Lösung bauen, die funktioniert. Gucken, was kann man besser machen und in der nächsten Lösung besser machen. Wenn uns die Lösung so funktional und optisch gefällt, dann bleibt sie so. Aber man sieht ja, dass der Schwenkmechanismus könnte ein bisschen schöner sein. Vorhang fällt uns eigentlich ganz gut, erfüllt auch das, dass er sehr leicht ist. Ja, aber natürlich gibt es immer noch Luft nach oben, das wissen wir auch. Es gibt ein paar Dinge, die uns jetzt auch nicht ganz so gefallen in der Lösung, aber das ist jetzt mal der Anfang. Wenn ihr auch vorhabt, das umzubauen, ja, macht es bitte nicht exakt gleich, sondern überlegt euch mal, was könnt ihr für einen Vorhang nehmen, was könnt ihr für eine Stange nehmen. Vielleicht gibt es jemanden, der aus dem Metallfach kommt und sowas selber baut. Der kann sich auch gern bei uns melden. Ja, genau. Vielleicht hat es da einen Mount, ja, für so Schwenkvorhänge. Ja. Und was mir uns auch noch überlegt habe, es gibt ja die Firma G und S. Die machen die Polstermacher. Genau, das sind die Polstermacher und die machen auch die Polster für die Wohnmobile. Und da haben wir das Kissen gekauft. Findet man immer auf der Messe, ja, in der Zubehörhalle. Ja. Und das wäre ja eine Idee, wirklich zu sagen, okay, wenn das jetzt wirklich die Lösung dann 3.0 oder 4.0 wird, dann machen wir natürlich einen passenden Vorhang hin, damit es alles optisch schön aussieht. Oder Malibu sagt, tolle Lösung und sie überlegen sich was. Das wäre natürlich auch noch bezweifeln wir, aber wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Also ihr seht, es ist alles noch, ja, in der Anfänge und wir entwickeln da weiter, aber für uns, wir sind erstmal zufrieden. Unser erster Ausflug, den wir gemacht haben, war das die perfekte Lösung. Man merkt, man hat viel mehr Platz. Mhm. Es wird auf jeden Fall eher eine 3.0 geben, wie wieder zurück zur 1.0. So viel steht schon mal fest und damit hat sich der Prototyp schon mal bewährt. Ja, also wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Gebt Bescheid, wenn ihr eine Lösung habt, ja, schreibt in die Kommentare oder schickt uns per Mail ein paar Fotos, würde uns sehr freuen. Genau. Bis zum nächsten Mal, eure Iris und euer Uwe von Iris und Uwes Womowelt. Tschüss. Ciao.